Wochenhoroskop Widder, Stier und Zwillinge vom 16. bis 22.01.2023. Wochenhoroskop Widder. Liebe und Partnerschaft. Die ungebundenen Vertreter ihres Sternzeichens verkümmern regelrecht in ihrem Single-Dasein. Doch das ließe sich ganz leicht ändern. Ziehen Sie doch mal wieder mit Ihren Freunden um die Häuser. Das tut Ihrer Stimmung gut und verbessert die Chancen, jemanden kennenzulernen. Gesundheit und Wellness. Sie sind im Moment in Topform und lassen sich durch nichts aus der Ruhe bringen. Denn mit Ihrem Selbstbewusstsein wehren Sie jeden Angriff ganz locker ab. Nach dem Sport sollten Sie allerdings etwas für Ihre Muskelentspannung tun. Am besten wäre eine Massage. Beruf und Karriere. Sie gehen im Moment am Arbeitsplatz mit gutem Beispiel voran und sorgen für ein tolles Betriebsklima. Man wird es Ihnen danken. Single und Flirt. Mit der Zeit beginnt das Leben als Single zu nerven und Sie möchten wieder mal das Gefühl der Zweisamkeit erleben. Dies zu ändern liegt ganz an Ihnen selbst. Denn von Ihnen selbst aus muss die Initiative ergriffen werden. Geld und Finanzen. Die letzte Zeit war nicht gerade einfach, aber jetzt ist das Tal der Tränen durchschritten und es geht wieder aufwärts. Auch finanziell beruhigt sich die Lage und es geht auch in diesem Bereich bergauf. Endlich steht wieder mehr Geld zur Verfügung. Teenager und Kind. Als Teenager ist man gerne mal etwas verrückt und hat die tollsten Ideen. Deine Freunde sind begeistert von dir und du stehst jetzt voll im Mittelpunkt. Aber bitte nicht übertreiben. Mutter und Hausfrau. Sie sind zurzeit heiter und entspannt und geben anderen viel Zuneigung, die von diesen auch erwidert wird. Aus diesem Grund verlaufen Herzensangelegenheiten zu ihrer vollen Zufriedenheit und in großer Harmonie. In der Familie läuft daher alles bestens. Wochenhoroskop Stier vom 16. bis 22.01.2023. Liebe und Partnerschaft. Für Sie ist die Beziehung zum Partner in der letzten Zeit etwas zu selbstverständlich geworden. Diese Form von Routine kann für eine Beziehung allerdings gefährlich werden. Sie sollten deshalb mal wieder etwas Gemeinsames planen und Ihren Partner mit einer Überraschung in Form eines romantischen Abends aus dem Alltagstrott herausholen. Gesundheit und Wellness. Sie sollten sich mal wieder eine kleine Pause vom stressigen Alltagsleben gönnen und sich selbst verwöhnen. Tun Sie einfach das, was Ihnen Freude bereitet und schalten Sie komplett ab. Das ist der beste Weg, um Energie zu tanken. Beruf und Karriere. Besser als jetzt kann es für Sie gar nicht mehr kommen. Bei der Arbeit läuft alles wie von selbst und Sie können auf allen Ebenen Erfolge einfahren. Single und Flirt. Das Leben meint es gut mit Ihnen und Sie genießen Ihr Leben in Freiheit. Für eine neue Beziehung fehlt Ihnen im Moment der Wille. Freunde sind im Moment wichtiger und mit denen sollten Sie auch Ihre Zeit verbringen. Geld und Finanzen. In der nächsten Zeit entwickeln Sie ein gutes Gespür dafür, wie Sie mehr aus Ihrem Geld machen können. Sie sollten aber immer daran denken, dass es Menschen gibt, die Sie täuschen möchten. Vor unüberlegten, spontanen Käufen sollte man Abstand nehmen. Teenager und Kind. Du solltest mal einsehen, dass das Leben kein Spiel ist und nicht jeder Tag nur aus Partys bestehen kann. Du bist noch jung, solltest dir aber schon mal Gedanken darüber machen, wie es später mal als Erwachsener aussehen wird. Mutter und Hausfrau. Eine mehr genießerische als ernsthafte Einstellung lässt Sie einlenken, wo eigentlich der gesunde Menschenverstand Ihnen etwas anderes eingeben würde. Oder Sie verderben sich mit allzu viel Logik und Vernunft ein paar schöne Momente. Werden Sie ruhig, denn vor allem die Kinder sind schon recht genervt von Ihnen. Wochenhoroskop Zwillinge vom 16. bis 22.01.2023. Liebe und Partnerschaft. Sie sollten nicht vergessen, dass auch Sie ein Privatleben haben. Und deshalb ist es an der Zeit, sich mal wieder mit netten Menschen zu verabreden, um dem Alltag ein Schnippchen zu schlagen. Nutzen Sie die Gelegenheit und tanken Sie neue Energie in Gesellschaft Ihrer Freunde. Auch Ihrer Partnerschaft kann neuer Schwung nicht schaden. Gesundheit und Wellness. Ihre Stimmungsschwankungen machen Ihnen und anderen sehr zu schaffen. Nun bietet sich die Gelegenheit, mal richtig abzuschalten und zur Ruhe zu kommen. Sorgen Sie für ausreichend Schlaf und gesunde Ernährung
und dann geht es auch wieder bergauf mit ihnen. Beruf und Karriere. Sie sollten sich tunlichst nicht auf Diskussionen einlassen, die zu nichts führen. Sie verrennen sich dabei nur noch mehr und bringen sich selbst in Schwierigkeiten. Single und Flirt. Sie sollten mal wieder ausgehen. Mischen Sie sich mit Ihren Freunden unter Menschen und kommen mal wieder auf andere Gedanken. Sie kommen bei anderen Menschen gut an, auch wenn Sie das selbst gar nicht glauben. Geld und Finanzen. Wer jetzt geschickt investiert, wird reich werden. Die Sterne sind auf Ihrer Seite. Machen Sie die Augen auf. In unmittelbarer Nachbarschaft lebt Ihnen schon jemand vor, wie sich das Geld wunderbar vermehrt. Wer umsichtig agiert, den trennt vom Glück nur noch ein kurzes Stück. Teenager und Kind. Du kannst ruhig mal deine Freunde mit nach Hause bringen. Vielleicht sind deine Eltern dann beruhigter und bringen dir wieder mehr Vertrauen entgegen. Es ist für sie auch nicht immer einfach, einen Teenager in deinem Alter zu verstehen. Mutter und Hausfrau. Überlassen Sie jetzt nichts dem Zufall. Verantwortung zu übernehmen gehört zum Leben als Mutter dazu. Und diese festzuhalten ist die richtige Entscheidung. Wir würden uns freuen, wenn Sie unseren Kanal abonnieren. Wir veröffentlichen nicht nur aktuelle wöchentliche Horoskope, sondern auch Informationen zu Sternzeichen und vieles Wissenswertes dazu. Klicken Sie dazu unten auf den Button Abonnieren und verpassen Sie die neuen Videos nicht mehr. Haben Sie vielen Dank für Ihr Interesse.